Hallo meine liebe Seelensterne, hier ist eure Nia Elena von Satori World of Cards. Ja, meine Lieben, Venus ist wieder in gerader Laufbahn. Das bedeutet, dass es in Liebenssachen kann es nur noch besser werden. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Es war ein interessanter Monat mit dem Venus rückläufig im Skorpion. Natürlich sehr vieles hat sich transformiert in dieser Zeit, habe ich natürlich auch mitbekommen. Ja, und ich habe gedacht, ich mache eine kurze verlorene Liebe-Reading der dritten Reihe. Und zwar, was möchte dein Gegenüber dir mitteilen? Ja, diese verlorene Reading geht nicht nur allein um eine Twin oder um einen Wunschpartner. Es kann sich auch hierbei um irgendjemand aus deinem Leben handeln, der einfach aus deinem Leben verschwunden ist nach irgendwelchen Missverständnissen oder Streitigkeiten oder gewisse Umstände, die dann dazu geführt haben, dass der Kontakt abgebrochen ist und ihr werdet diese Energien quasi nicht mehr los oder ihr müsst immer wieder an diese Person denken. Und wer meine Workshops anschaut, weiß auch, dass ich der Meinung bin, dass Energie fließt immer auf beide Richtungen. Das heißt, es gibt für mich niemals einen Grund, weshalb ich an jemand denke plötzlich. Meistens ist der Grund, weil dieser jemand auch an mich denkt. Und dafür sind diese verlorene Liebe-Reihen, natürlich kann man es benutzen für Wunschpartner, Ex-Partner, für karmische Partner, für Familienmitglieder einfach, aber auch natürlich für Twin und auch Seelengefährten. Ich werde in diesem Reading natürlich nicht tiefer reingehen, also ich werde nicht groß klären. Es ist ja einfach auch mehr oder weniger einfach zum... Ja, einfach kurz mal reinschauen, ob alles in Ordnung ist. Die intensiveren Readings, die mache ich auch länger, aber diese Readings versuche ich auch kurz zu halten, weil nicht jeder wirklich Zeit hat, eine Stunde oder eineinhalb Stunde Readings anzuschauen. Die Jahresreadings kann ich keine mehr entgegennehmen. Es tut mir schrecklich leid. Ich bin wirklich bis Ende Dezember, sogar bis Mitte Januar komplett ausgebucht, auch mit normalen Readings. Das heißt, jetzt sind Readings erst ab Januar verfügbar. Das sind die Wartezeiten im Januar 8 bis 14 Tage. Das heißt, wenn irgendjemand für Januar jetzt möchte buchen, dann hat es dann nur 8 bis 14 Tage Wartezeit. Da ich ja jetzt im Dezember ja keinen Lauf habe, habe ich gedacht gehabt, dass ich jetzt erstmal das Angebot für Weihnachten, die vergünstigte Readings, erst im Dezember-Reading machen werde. So könnt ihr im Januar buchen. Für die, die jetzt keine Wartezeiten im Januar haben möchten von 3 bis 4 Wochen, ihr könnt jetzt buchen und kommt dann im Januar innerhalb von 8 bis 14 Tage dann an der Reihe. Ansonsten werde ich natürlich wieder Bescheid geben, wie hoch oder wie groß der Andrang ist. So, meine lieben Herr Seelensterne, dann werde ich jetzt mit dem verlorene Liebe-Reihe, was möchte dein Gegenüber dich wissen lassen, beginnen. Wir werden erstmal schauen, was sind die gegenwärtigen Energien, die ihr jetzt noch miteinander spürt oder einfach euch miteinander verbindet. Dann werden wir natürlich dann noch kurz schauen, was ist in der Vergangenheit vorgefallen. Ich werde die Energien nicht klären, sondern nur kurz hineinblicken und dann schauen wir uns an, was die Gefühle waren, was die Thematik damals war und was die Ursache natürlich für diese Trennung war und wie sich diese Energie heute verhält und eventuell gegenwärtige, vergangene, gegenwärtige und eventuelle zukünftige Energien anschauen. Und dann schauen wir uns an, was dein Gegenüber dir mitteilen möchte. Dafür verbinde ich mich mit der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung, mit der Quelle allem Sein und rufe all meine Aspekte des Seins durch Raum und Zeit. Meine höhere Selbst, meine geistige Führer, mein Schutzengel, ich, Nia Elena, verbinde mich mit meinem Ursprung und bitte, dass der Quelle, allem Sein, meine Kanal der Kommunikation von allen fremden Energien und Energien, die eventuell nicht im Gleichgewicht sind oder nicht rein sind, komplett reinigt und mit der Energien der höchste göttliche Licht und höchste göttliche Liebe ladet. Ich rufe Erzengel Gabriel, der Bote Gottes, mit der Bitte darum, diese Reading durch mich zu führen, durch
durch mich zu wirken für diese Reading. So mögen meine Wörter, Gedanken und Gefühle göttlich geführt sein. Ich verbinde mich natürlich mit den kollektiven Energien meiner Seelengruppe, selbstverständlich auch mit den kollektiven Energien der Seelengruppen, die hierhin geführt werden oder dazustoßen werden zu dieser Seelenfamilie, die ich herzlich auch willkommen heiße, die neuen Abonnenten, und bitte darum, dass dieser Reading für diejenigen ist, die es jetzt dringend nötig haben oder Fragen haben, die hier geklärt werden sollte. Dankeschön. So, meine Lieben, dann lass uns mal schauen, was sind die gegenwärtigen Energien, die dich und dein Gegenüber heute noch miteinander verbinden. Das heißt, wie steht ihr zueinander heute oder was ist das, was euch beiden vielleicht noch energetisch aneinander hängen lässt, sodass ihr immer wieder aneinander denken müsst oder immer wieder an das Thema denken müsst. Spirit, bitte zeig mir die Energien, die gegenwärtig diese zwei Seelen miteinander verbindet. Okay, wir haben hier Transformation. Sehr schön. Die Transformation-Karte ist für mich eine Karte, die immer etwas Positives bewirkt. Und zwar, es bedeutet, irgendetwas in der Dynamik eurer Partnerschaft oder eurer Freundschaft oder je nachdem eurer Verbindung ist gerade dabei, sich zu verändern. Wenn du gegenwärtig plötzlich gedanklich mit jemandem konfrontiert bist und plötzlich an diese Person denkst, öfters als gedacht, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass sich energetisch etwas in eurer Verbindung verändert hat. Und auch diese Person, um die es jetzt hier geht, genauso auch wahrscheinlich gedanklich mit dir beschäftigt ist. Die Karte Transformation ist für mich immer eine positive Karte, weil es ist eine Energie, die dafür steht, ich möchte etwas in meinem Leben oder in dieser Verbindung mit dieser Person verändern. Okay? Ich möchte Vertrauen haben in diese Energie, dass wenn ich jetzt den Schritt auf diese Person zutue oder mit dieser Person spreche oder dieser Person über den Weg laufe, dass wir zu einer gesunden Kommunikation kommen können und die Sache klären können. Es kann natürlich auch sein, dass im Leben von euch beiden einiges passiert ist, die euch verändert hat, dass die Person, um die es hier geht, komplett ein anderer Mensch geworden ist, aufgrund Ereignisse, die deinem Gegenüber ereilt haben in den letzten Jahren oder Monaten. Ich sage immer, die verlorene Liebe ist immer eine gute Reading für Partnerschaften oder für Freundschaften oder Beziehungen oder Familienmitglieder, die längere Zeit keinen Kontakt hatten. Weil Transformation ist für mich auch eine Energie, die nicht von heute auf morgen passiert. Also hier sehe ich eine Gruppe, die sehr, sehr lange sich in Trennung befindet oder in Streit oder in Kommunikationsproblemen, okay? Und wir haben hier natürlich auch eine Karte, die dafür steht, dass etwas neu beginnen möchte. Das heißt, was auch immer du gedanklich mit dem, was du dich jetzt gedanklich befasst hast, mit Sicherheit auch eine Wirkung auf dein Gegenüber. Okay, sehr schön. Dann lass uns mal schauen. Was war die Energie, die euch damals miteinander verbunden hat, als ihr euch kennengelernt habt? Spirit, bitte zeig mir die Energien dieser zwei Personen, als sie sich damals kennengelernt haben. Spirit, bitte zeig mir die Energien dieser zwei Personen, als sie damals sich kennengelernt haben. Was hat diese Personen miteinander verbunden? Was war die Energie, die diese beiden Personen damals miteinander verbunden hat? Was war die Situation zwischen diesen zwei Personen, bevor es zu diesem Abbruch, bevor es zu dieser Trennung oder bevor es zu dieser verlorenen Liebe kam? Okay, wir haben hier, wow, das scheint
also eine sexuelle Energie natürlich gewesen zu sein, weil das Sakralchakra ja öfters mal für Sexualität steht. Es steht einfach für Passion, für Leidenschaft. Also scheint es hier doch um eine Liebesbeziehung gehandelt zu haben, die sehr leidenschaftlich war. Natürlich steht es auch, das Sakralchakra, für eine sehr kreative, sehr schöne Energie, die beidseitig auch sehr intensiv wahrscheinlich auch geflossen ist. Dazu werde ich jetzt gleich auch noch eine Klärungskarte ziehen. Spirit, bitte gib mir noch eine Karte für diese Verbindung zwischen diesen beiden Personen. Was für eine Beziehung war das, was diese beiden Seelen, diese beiden Personen miteinander hatten, bevor es zu diesem Bruch kam? Okay, wir haben hier 8 Stäbe. Ja, der 8 Stäbe steht für Wachstum und erfolgreich. Also es scheint eigentlich eine sehr passionierte, positive, glückliche Verbindung gewesen zu sein, die ihr miteinander da geteilt habt. Und es ging auch darum, dass man gegenseitig etwas aufbauen wollte. Und es ging auch vielleicht um ein Projekt, was ich jetzt auch noch bekomme von einer Gruppe, dass man, womöglich handelt es sich hier auch um ein kreatives Projekt, das man miteinander gestartet hat oder starten wollte. Es kann natürlich hier auch um 2 Gruppen gehen, eine Gruppe, wo es um Leidenschaft und Beziehung geht und die andere Gruppe ist vielleicht ein Geschäftspartner oder eine Geschäftspartnerin gewesen, mit dem man etwas aufbauen wollte, mit dem man etwas zusammen erreichen wollte. So fühlt sich zumindest die Energie für mich jetzt an. Der 8. Stäbe ist ja immer so eine Wachstumsenergie, etwas, was schnell passiert, etwas, wo positiv ist, etwas, wo einfach aber auch sehr schnell reinkommt. Was mich auch hier vorkommt, was ich auch hier noch an Botschaft bekomme, nicht vorkommt, entschuldigt bitte, ist, dass das war eine sehr schnelllebige Verbindung. Das heißt, es kann sein, dass es sich hierbei um eine kurze Verbindung gehandelt hat, dass es schnell, sehr leidenschaftlich, wenn es eine Partnerschaft war, sehr passioniert war, aber kurz war. Nach einer kurzen Zeit ist dann irgendetwas passiert und man ist auseinandergegangen oder man hat sich aus den Augen verloren oder es die eine oder der andere hat Angst bekommen, ist davongelaufen. Auf jeden Fall fühlt sich diese Energie für mich einfach ganz klar dafür an, dass etwas schnell geschehen ist. Vielleicht auch ist man zu schnell in eine Verbindung hineingegangen oder vielleicht war es auch einfach eine Spaßbeziehung, eine sexuelle Beziehung, das kann auch möglich sein. So ein One-Night-Stand, den man sich aus den Augen verloren, aber nicht aufhört, aneinander zu denken. Okay? Weil damals beide es nicht wollten. Interessant. Lass uns mal schauen, was dein Gegenüber damals von dieser, wie er deine Gegenüber damals diese Verbindung gesehen hat. Spirit, bitte zeig mir, wie hat diese Person diese Verbindung wahrgenommen. Wie hat dein Gegenüber diese Verbindung damals gesehen? Was war das für eine Verbindung für diese Person damals? Okay, wir haben hier das Wetter, natürliche Events. Okay, das Wetter und natürliche Events ist natürlich hier mit Wetter und natürliche Phänomene verbunden. Aber es geht hier darum, dass diese Karte dafür steht, also wir haben hier den Leuchtturm. Der Leuchtturm weist einem den Weg. Ich habe das Gefühl, dass ihr euch in einer Zeit kennengelernt habt, das recht turbulent war. Dass besonders vielleicht einer oder der andere sich in einer Krise befunden hat, vielleicht nach einer Beziehung oder auf jeden Fall hatte sie im Leben oder du in deinem Leben, ging es einfach auf und ab. Es war eine turbulente Zeit. Vielleicht hat man gerade Kummer gehabt oder Stress gehabt. Und in dieser Zeit hat man halt einander kennengelernt oder hat miteinander zu tun gehabt. Natürlich kann man auch sagen, dass diese Verbindung, nebst dem, dass es sehr passioniert, sehr leidenschaftlich war, war vielleicht auch eine sehr turbulente Energie, die zwischen euch beiden stattgefunden hat. Percy, bitte hör auf, die Katzen zu jagen. Percy, mach bitte Platz. Was auch ich hier sehe, ist, dass dein Gegenüber in dieser Verbindung überfordert war. Vielleicht war diese Verbindung so leidenschaftlich, so dermaßen stark,
dass dein Gegenüber Panik bekommen hat, Angst bekommen hat, was natürlich auch dafür stehen kann, warum wir hier diese Transformationskarte haben, weil etwas sich verändert hat, okay? Aber wir haben auch hier diese Karte, wo ich gesagt habe, es war eine schnelllebige, kurze Sache, kurze Affäre vielleicht, kurze Angelegenheit oder vielleicht auch sogar eine One-Night-Stand oder einfach etwas, was sehr schnell passiert ist, sehr leidenschaftlich passiert ist, sofort passiert ist und dann es einfach, ja, auch sehr schnell auseinandergegangen ist. Und da scheint dein Gegenüber diese Verbindung irgendwie völlig überfordert zu haben. Und vielleicht war auch der andere gerade mittendrin in Veränderungen. Es war mittendrin in eine chaotische Zeit und deswegen war damals nicht der richtige Zeitpunkt, eine Verbindung, sich über eine Verbindung Gedanken zu machen. So hat zumindest einfach die Zeit, also das sind die Energien, die ich einfach zu spüren bekomme in Bezug auf diese Verbindung. So, lass uns mal schauen, was waren die Gedanken deines Gegenüber damals über dich und diese Verbindung? Was waren die Gedanken deines Gegenübers damals über dich und diese Verbindungsbild? Zeig mir bitte die Gedanken. Okay. Ja, wir haben hier natürlich wieder eine Karte. Hier haben wir natürlich das Solarplexus-Chakra. Das Solarplexus-Chakra ist natürlich einerseits eine kräftigende Karte, es ist natürlich auch eine Karte, die mit Angst zu tun hat. Und ich habe das Gefühl, diese Person hat echt Angst bekommen. Es hat Angst bekommen, weil es einfach so eine intensive Verbindung war, weil die Karte 6 der Schwerter, ich muss mal gucken, ob das Schwerter oder Stäbe sind bei diesem Deck, weil die haben alle immer die gleiche Farbe. Einen Augenblick bitte. Das sind die Stäbe. Die sechste Stäbe ist eigentlich eine Karte, dass man eine sehr starke, intensive Gefühl miteinander gespürt hat. Man hat geglaubt, dass das könnte was werden. Es ist etwas Intensives, aber gleichzeitig auch etwas Beängstigendes. Kommt für mich einfach heraus. Ich habe das Gefühl, dass diese Verbindung eine Verbindung war, was sehr leidenschaftlich war, wo sehr intensiv war und wo man einfach vielleicht diese Form von Beziehung gar noch nie erlebt hatte, was einem, nebst dem, dass es einem Kraft gegeben hat und glücklich gemacht hat, aber auch gleichzeitig Angst gemacht hat. Okay? Lass uns mal schauen, was ich noch bekomme für diese Karte hier. Spirit, bitte zeig mir die Gedanken des Gegenübers in Bezug auf diese Verbindung und auf diese Person. Wie waren die Gedanken des Gegenübers? Percy, was habe ich dir gesagt, bitte Katzen? Hör bitte auf. Was waren die Gedanken des Gegenübers in Bezug auf diese Verbindung? Okay. Okay, wir haben hier die Karte der Weisheit. Okay, wir haben hier, dass man hier anscheinend jemand aus einer Beziehung gerade rausgekommen war, wo verletzt wurde. So fühlt sich für mich diese Energie an. Es ist eine Verbindung gewesen. Also hier scheint dein Gegenüber oder du, einer von euch beide, gerade aus einer Beziehung rausgekommen sein. Vielleicht, wir haben hier eine Zeit war. Mir kommt es so vor, dass wer auch immer diese Person ist, oder vielleicht bei dir damals war es so, dass ihr euch gerade getrennt hattet von einer anderen Beziehung, ihr wart beide eventuell vollkommen noch in der alten Energie verfangen, in Verletzungen, in Kummer, in Schmerz und dann habt ihr euch kennengelernt und es war so eine Anziehungskraft, vielleicht sogar auch ein bisschen mit Alkohol verspielt und dann hat man sich auf etwas Schnelles eingelassen und entsprechend schnell hat man auch sich aus den Augen verloren, weil die Karte Wisdom in diesem Deck steht auch dafür, dass man durch Fehler und durch Erfahrungen, die man gemacht hat, weiser geworden ist, okay? Und das zeigt mir so an, mit diesen beiden Karten, dass diese Person oder auch du damals gar nicht bereit war, eine Verbindung einzugehen, weil ihr vielleicht aufgrund von irgendwelchen alten Verletzungen, die ihr noch nicht verarbeitet hattet, hier haben wir die Angstkarte, trotz dieser intensiven Energie des Glücks, trotzdem irgendwo
noch diese Weisheit gefehlt hat, dass man aus dem Fehler noch nicht gelernt hat, sondern mittendrin in diese Fehler noch gesteckt hat, also mittendrin in diese Wehwehchen von einer Trennung und sich einfach nur ablenken wollte. Oder eventuell sogar diese Person sich in einer Beziehung befunden hat oder du dich in einer Beziehung befunden hast. Okay. Oder diese Person gedacht hat, sorry, das muss ich auch noch sagen, dass das ein Fehler war, was ihr zwei miteinander hattet, das kann auch sein. Weil diese Person in dieser Zeit, also dein Gegenüber in dieser Zeit, sich in eine chaotische Situation befunden hat oder du hast dich in eine chaotische Situation befunden, wo ihr euch kennengelernt habt und nachdem ihr, ja, sag ich mal, vielleicht ein paar Mal auswart oder ein paar Mal miteinander eine Verbindung hattet, dann diese Person vielleicht der Meinung gewesen ist, dass es zu früh war. Und das war ein Fehler und hat sich da aus dem Staub gemacht. Oder du hast dich aus dem Staub gemacht. Es kann natürlich beides sein. Andererseits kann es sein, dass die Person nicht bereit war, eine Beziehung aufzunehmen, dessen, dass noch eine alte Verbindung aktiv war, aus dem man noch nichts gelernt hatte. Oder man steckte mittendrin in diese Lernaufgabe, warum diese alte Verbindung auseinandergegangen ist. Es gehört bitte Zeit mit den Gefühlen des Gegenübers für die Zuschauer jetzt. Was waren die Gefühle des Gegenübers damals, bevor die Trennung kam, bevor man sie aus den Augen verloren hat, bevor diese Liebe verloren gegangen ist? Was waren die Gefühle des Gegenübers? Ja, ich sag ja. Schaut mal, hier war jemand definitiv nicht bereit für diese Verbindung. Die Gefühle des Gegenübers waren zwar schon da, man wollte einen Neubeginn. Man wollte etwas Neues beginnen mit der Person, weil wir haben die erste Kelche und der erste Kelche steht immer für einen Neubeginn in der Liebe. Also da war definitiv Anziehungskraft da, aber wir haben wieder den Mond. Und der Mond steht für Konfrontation, für Illusion. Er steht entweder dafür, dass man sich keine Illusionen machen wollte über eine Verbindung oder man wollte einfach keine Illusionen haben, das wird sowieso wieder in die Hose gehen. Oder wie ich bereits schon gesagt habe, hier eine von euch beide ist da noch nicht bereit gewesen für diese Verbindung. Diese Verbindung hat einem Angst gemacht, es hat einen konfrontiert mit seinen Ängsten, mit seinen Themen, mit Situationen, wo man dann einfach vielleicht für sich selbst gedacht hatte, nee, das kann ich nicht oder diese Beziehung macht mir Angst, weil ich noch nicht so weit bin, weil ich noch nicht bereit bin, diese Reise anzutreten, weil mir einfach auch die Weisheit noch fehlt. Es fühlt sich so für mich an, dass da etwas Schönes daraus entstehen hätte können, wenn nicht diese Karte gewesen wäre, wo dafür steht, dass ihr euch einfach zu einer falschen Zeit am falschen Ort kennengelernt hattet und die Umstände in eurem Leben das verhindert haben. Okay, lasst uns dann bitte kurz schauen, was nämlich für Karten, wie sich eure Energie heute verhält. Was ist die Energie, die euch beide heute nach dieser Trennung, nach all diesen Jahren, Monaten, was ist die Energie, die meine Gegenüber mit dem Zuschauer gegenwärtig nach dieser Trennung verbindet? Was sind die gegenwärtigen Energien, die noch der Gegenüber für meine Zuschauerin oder für die, wo ihr jetzt sich diese Reading anschaut, empfindet? Okay, wir haben hier die Karte der Magie. Für mich persönlich ist diese Karte eine Karte, die zeigt, dass diese Person, wer auch immer es war, diese Zeit mit dir nicht vergessen hat. Oder es immer noch gerne daran zurückdenkt, weil der Person das vielleicht wie eine Magie vorkam. Es ist eine Karte, das aber auch mir zeigt, dass etwas sich im Leben deines Gegenübers verändert hat. Oder in deinem Leben, dass der Fokus sich geändert hat und man hat einen positiven Blickwinkel bekommen. Das heißt, das, was wir hier damals hatten, das, was wir jetzt hier hatten damals, Energie, hat sich jetzt in eine Magie verwandelt. Also wir haben ja hier auch den Donner und Wetter und schlechtes Wetter und hier haben wir den Mond und die Eule, wo für Magie steht und das Pegasus, wo sowieso für eine sehr reine Energie steht. Und diese Karte steht für mich aber auch dafür, dass diese Person die Verbindung zwischen euch nach wie vor auf eine magische Art und Weise wahrnimmt. Okay?
Es ist einfach wie, es kommt vielleicht euch beiden so vor, dass es eine magische Zeit war, die ihr hattet, und vielleicht ihr denkt beide gerne an diese Zeit zurück, und das ist die Energie, die euch gegenwärtig nach wie vor miteinander verbindet. Sehr interessant. So, Spirit, bitte zeig mir, wie dein Gegenüber diese Verbindung heute sieht. Wie sieht der Gegenüber, Spirit, diese Verbindung heute mit meinem Zuschauer, mit meiner Seelengruppe oder diejenigen, die hierhin jetzt geführt werden und sich diesen Reading anschauen, weil sie Antworten auf Fragen suchen? Bitte gib mir eine Antwort, Spirit. Wie sieht der Gegenüber diese Verbindung mit den Zuschauern heute? Okay. Okay, wir haben das Rad des Schicksals, sehr interessant. Ja, diese Person denkt über einen Neubeginn statt. Diese Person würde gerne die Zeit zurückdrehen. Das Rad ist auch das Rad des Schicksals. Hat immer für mich auch mit göttlichem Timing zu tun. Und dass da eine höhere Macht im Spiel ist. Und es geht um Karma. Es geht um eine Verbindung, die man miteinander hat. Karma muss nicht immer negativ sein. Man kann gute Karma oder man kann schlechte Karma verursachen. Aber auf jeden Fall, das Rad steht immer für mich für ein Neuanfänger. Dass diese Person vielleicht denkt, hätte ich doch damals nicht gezögert und wäre lieber in die Verbindung reingegangen. Und eventuell möchte aber auch diese Person den Rad in deine Richtung drehen. Vielleicht versucht diese Person auch mit dir wieder Kontakt aufzunehmen, weil wir haben ja hier auch Veränderungen in einer Richtung, die Glück verheißt. Und ich habe ja gefragt, wie dein Gegenüber die Verbindung heute sieht, die ihr damals hattet. Und heute sieht dein Gegenüber diese Verbindung als etwas Magisches, also etwas, das vielleicht man vielleicht ein Fehler war, zu zögern. Und was auch ich so bekomme, ist, dass diese Person oder dein Gegenüber würde gerne die Zeit zurückdrehen, den Rad der Zeit zurückdrehen, um einen Neuanfang zu beginnen. Das ist das, was ich bekomme. Sehr interessante Karte. Und dann haben wir die Sterne. Und die Sterne ist sowieso die Karte, die Wunscherfüllung. Dein Gegenüber betrachtet diese Verbindung, die ihr damals hattet, als Erfüllung dessen Wünsche. Als eine Karte, dass ein Traum war, der wahr geworden wäre. Und die Sterne ist für mich auch eine Karte, dass man Wünsche nach außen gibt oder sich vielleicht wünscht, jemanden wiederzutreffen. So fühlt sich das für mich an. Dass dein Gegenüber vielleicht sich denkt, ja, oder sich wünscht, wenn er Sterne schaut und Sternschnuppen anschaut, so kommt es mir vor. So fühlt sich zumindest an, wegen diesem Stern, wo wir auch hier oben haben, dass vielleicht auch dein Gegenüber sich wünscht, dich die Uhr zurückdrehen zu können, diese schwierige Situation damals beiseite zu schieben und sich mehr um diese Verbindung zu kümmern. Auf jeden Fall scheint hier ganz, ganz intensive Energie vorhanden zu sein. Vor allem, wir haben hier zwei sehr große Arkane-Karten und wir hatten ja als Verbindungskarte von heute hatten wir die Transformation, was hier natürlich perfekt passt. Wir haben hier mit einem komplett neuen Menschen zu tun oder du hast dich komplett verändert. Was wir noch da hatten, ist der Bube Gabriel, energetisch, mutig, optimistisch verspielt. Folge deiner Passion, du bist bereit für jede Herausforderung, Gelegenheit für Begeisterung und aufregende Abenteuer. Das fühlt sich für mich so an, wie als ob dein Gegenüber diese Verbindung als sehr leidenschaftlich wahrnimmt, als eine Energie, die ihm oder ihr Kraft gegeben hat und begeistert hat, und es war eine aufregende Zeit. So sieht dein Gegenüber die Verbindung heute. Und der 10. Michael, eine Situation ist beendet und du bist endlich frei. Jetzt werden neue Gelegenheiten zum Glück fordern. Lass die Vergangenheit hinter dir. Die 10. Schwerter ist ja eigentlich, ja, das ghostet. Also diese Person scheint aus deinem Leben verschwunden zu sein.
Weil der zehnte Schwert ist ja die schlimmste Karte in dem Schwert. Das heißt, man bricht den Kontakt ab, man hat jemanden verletzt, man ist einfach aus dem Leben von jemandem einfach verschwunden und hat den Kontakt komplett abgebrochen. Also du hast auf jeden Fall wahrscheinlich keinen Kontakt mehr mit diesen Personen, auch wenn die Verbindung nach wie vor da ist. Und es fühlt sich für mich so an, dass für dein Gegenüber ein Zyklus zu Ende gegangen ist, eine schwere Zeit zu Ende gegangen ist und dass diese Person begonnen hat, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen. Und dadurch, dass diese Situation passiert ist, dadurch, dass diese Vergangenheit abgeschlossen ist, ist diese Energie zwischen euch transformiert und hat sich wieder verändert. Sehr interessant. Spirit, bitte zeig mir, was nehme ich für Karten? Was sind die gegenwärtigen Energien, die mein Gegenüber, was sind die Gedanken meiner Gegenüber, also was sind die Gedanken des Gegenübers heute über diese Verbindung und dem Zuschauer? Was ist die Energie oder die Gedanke? Was ist der Gedanke des Gegenübers heute? Das ging ja schnell. Wir haben hier Redemption. Redemption ist eine Karte, da geht um Absolution, um Vergebung. Diese Person scheint dir wehgetan zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich hierbei um eine kurzweilige Energie verbunden hat, vielleicht warst ja du derjenige, wo viel investiert hat und es hat so nach vielen Versprechungen ausgesehen, so fühlt es sich für mich an, oder man hat vielleicht Versprechungen gegeben, die man nicht eingehalten hat, okay. Entschuldige bitte. Oder hier der Gedanke dieser Person, entweder hast du die Verbindung verlassen, abruht und bist davon gelaufen, oder dein Gegenüber. Und hier geht es darum, dass entweder jetzt dein Gegenüber bereit ist, dir zu vergeben, für das, oder dieserjenige möchte gerne das Vergebung und Absolution von dir bekommen. So fühlt sich zumindest für mich diese Energie an. Die Gedanken von deinem Gegenüber ist definitiv bezogen auf Vergebung. Es ist definitiv bezogen auf eine Energie, die dafür steht, Absolution zu erlangen, um Vergebung zu bitten, etwas wieder in Ordnung zu bringen, oder vielleicht denkt man auch darüber nach, mein Gott, was habe ich damals gemacht und wie geht es dieser Person, und ich möchte sie gerne wieder sehen, aber ich traue mir jetzt so nicht, auf den Person zuzugehen, weil ich Angst davor habe, wie die Person reagiert, oder ich habe das Bedürfnis, danach ein Kapitel abzuschließen, ich kann es aber nicht abschließen, weil wir hatten ja hier das Kapitel abschließen. Ich kann es aber nicht abschließen, weil ich den Person einfach den Kontakt zu dieser Person komplett abgelaufen bin. Und wenn ich jetzt einen Neubeginn starten möchte in meinem Leben, muss ich aber diese Kapitel auch erst abschließen. Das heißt, ich muss diese Vergebung mir wiederholen, die ich brauche, damit ich auch wirklich die Vergangenheit hinter mich lassen kann. Es kann natürlich auch deine Energie sein, dass diese Person denkt, weil du diese Person geghostet hast oder ausgeschlossen hast aus deinem Leben oder rausgeschnitten hast aus deinem Leben, aus welchen Gründen auch immer, dass diese Person keinen neuen Zyklus beginnen kann, weil noch Vergebungsarbeit geleistet werden muss, dass diese Person vielleicht dir vergeben muss. Bitte fühlt in euch hinein, das ist einfach eine kollektive Reading. Ich muss natürlich beide Seiten der Medaille natürlich hier auch anschauen, okay? Wir haben hier die nächste Karte, Burn by the Sun, das sagt schon den Namen alles. Verbrannt durch die Sonne. Hier ist für mich eine Karte, dass diese Person, was auch immer damals zwischen euch passiert ist, dass diese Person komplett sich verändert hat.
Das ist die Energie hier. Ich weiß nicht, ob es um dich geht oder um diese Person geht, aber ich habe ihr gefragt, was sind die Gedanken dieser Person dir gegenüber oder dieser Verbindung gegenüber. Und da gehe ich davon aus, dass wir hier tatsächlich von dem Gegenüber reden und nicht von dir. Aber ich muss beide Seiten berücksichtigen. Hier sieht es für mich ganz klar danach aus, dass was auch immer zwischen euch passiert ist, ob es jetzt in deiner Zeit war, wo demjenigen, wo jetzt hier in dieser Verbindung war, nicht gut ging, oder vielleicht war es auch ein Mensch, wo einfach das Leben viel zu locker genommen hat und einfach die Weisheit auch gefehlt hat, um eine Beziehung einzugehen, und hat einfach eher mehr gespielt, als die Beziehung ernst zu nehmen, und hat da irgendwann einmal festgestellt, jetzt nach so langer Zeit, vielleicht hat der Kontakt komplett abgebrochen, ist einfach verschwunden, hat längere Zeit geghostet, und jetzt durch die Erfahrungen, also gerade das Schicksal hatten wir ja, das war ja die Karma-Karte, das kann man natürlich jetzt auch hier sehr gut verbinden damit, dass das Schicksal jetzt das Gleichgewicht wiederhergestellt hat. Dass diese Person das, was er dir angetan hat oder sie dir angetan hat, jetzt an ihrem eigenen oder seinem eigenen Leib erlebt. Und durch das ist es durch die Sonne verbrannt worden. Und jetzt versteht und begreift, was da passiert ist und was diese Person getan hat. Oder deinen Wert endlich gelernt hat, wertzuschätzen. Und jetzt zurückdenkt und denkt, mein Gott, was habe ich jetzt da getan? Und eigentlich war der Person der Richtige. Oder ich hätte mich nicht so und so verhalten, wenn es jetzt hier nicht um eine Liebe geht. Aber wir haben ja gesagt, es ist eine verlorene Liebe, also gehe ich schon davon aus, dass wir hier über eine Liebe reden. Aber wir hatten jetzt einen Geschäftspartner auch noch. Also bitte fühl in dich hinein, aber ich bin definitiv sicher, hier geht es um eine Liebesbeziehung. Auf jeden Fall scheint diese Person, wer auch immer das ist, ob Frau oder Mann, was auch immer dieser Mensch dir getan hat, sie oder er hat dir wehgetan, definitiv, weil wir haben hier die 10. Schwerter. Und diese 10. Schwerter ist als Rat des Schicksals jetzt zurückgekommen. Karma hat sich immer vorgenommen oder ihn angenommen und hat das Gleiche ihn oder sie zum Spüren gegeben. Und dadurch ist jetzt natürlich Weisheit entstanden, und es geht um Vergebungsthema. Und diese Person möchte Vergebung haben für das, was er oder sie dir angetan hat. Sehr interessante Karten. Spirit, bitte zeig mir die Gefühle meines Gegenübers für den Zuschauer. Was sind die Gefühle des Gegenübers für die Zuschauer? Was sind die Gefühle des Gegenübers für den Zuschauer? Guck, schau mal das an. Schon wieder Transformation. Die Gefühle haben sich komplett verändert. Wir haben hier eine komplette Energie der Erneuerung, eine Wiedergeburt, also das sind Gefühle, die wiedergeboren sind, vielleicht auf einer ganz anderen Stufe. Wir haben den Phönix, der aus der Asche entstanden ist. Also wer auch immer hier, um wen es auch immer hier geht, meine Liebe, für den du das schaust, diese Person hat sich komplett verändert. Dieser Mensch ist nicht mehr der, den du vorher gekannt hast. Also was auch immer zwischen euch beiden passiert ist, hier scheint eine komplette Erneuerung der Situation passiert sein und hat natürlich dazu beigetragen, dass hier zwei Menschen zwar in eine ganz andere Situation aufeinander zugegangen sind. Oh, da ist die Tamira. Hallo Tamira. Nein, keine Pflanzen kaputt machen, mein Schatz. dass dieser Mensch ein komplett neuer Mensch ist, und auch die Gefühle dieses Menschen, sie haben sich komplett verändert. Die Gefühle deines Gegenübers ist definitiv, es hat sich etwas verändert. Dieser Mensch hat sich mit dem auseinandergesetzt, was passiert ist, durch das, dass das Universum das Rad so gedreht hat, dass das Karma, was dieser dann Gegenüber ausgelöst hat, auf ihn selbst oder auf sie selbst übertragen worden ist, ist hier eine Erwachen stattgefunden. Also für mich ist das eine absolut klare Karte des Erwachens. Diese Person hat sich komplett verändert, komplett. Also da ist einiges passiert, und durch dieses, was passiert ist, ist natürlich dann auch gefühlsmäßig ist diese
Verbindung immer noch da. Etwas hat sich erneuert, etwas hat sich erfrischt in dieser Verbindung zwischen euch beiden. Deswegen spürst du auch diese Energie mit dieser Person. Deswegen kannst du ihr auch nicht loslassen, weil entweder geht es einfach darum, dass man das erst loslassen kann, erst dieses Kapitel abschließen kann, wenn Vergebung auf beiden Ebenen geschehen ist, oder aber es geht tatsächlich um einen Neubeginn auf einer ganz anderen Ebene. Und bitte denk daran, wenn du auf diese Person zugehst oder diese Person auf dich zugeht, geh bitte nicht mit deiner alten Energie auf diese Person zu, weil dein Gegenüber hat sich komplett verändert. Da ist viel im Leben deines Gegenübers passiert, die dazu geführt hat, dass diese Verbindung ja immer noch da ist, zwar immer noch geklärt werden muss, aber sich komplett verändert hat. Was ich jetzt eigentlich noch wissen wollte, habe ich komplett vergessen zu fragen, war, was war die Ursache dieser Trennung? Was hat damals zu dieser Trennung geführt? Spirit, bitte zeig mir, was war die Ursache von dieser Trennung damals, Spirit? Was war die Ursache von dieser Trennung zwischen diesen beiden Parteien, Spirit? Zeig mir die Ursache dieser Trennung. Okay, wir haben hier Possession. Das ist eigentlich für mich auch so eine Teufelskarte im Tarot. Es geht darum, wir haben hier einen Mensch, der ganz schwer Verluste erlitten hatte oder vielleicht aus seiner Kindheit oder aus ihrer Kindheit Themen mit sich mitgenommen hat, wo er oder sie nicht geklärt hatte. Und die Ursache dieser Verbindung, warum es auseinandergegangen ist, Possession hat einerseits mit Besessenheit zu tun, mit Besitztum zu tun. Es kann sein, dass diese Person sehr, sehr materialistisch eingestellt war. Oder vielleicht auch du. Schau mal beide Seiten der Medaille an. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es du derjenige warst. Wenn du jetzt der bist, der das getan hat, dann betrifft es dich. Bitte wechsle einfach die Seiten, wenn du derjenige bist, die hier angesprochen wird. Das ist ein kollektiver Reading. Ich kann jetzt nicht sagen, wer hier jetzt diese Rolle übernommen hat. Aber hier geht es um Besitz. Es geht um jemanden, der sehr materialistisch eingestellt war. Es geht um jemanden, wo das Gefühl hatte, woanders ist der Rasen grüner. Es geht um jemanden, wo das Gefühl hatte, ich gehe lieber auf die materielle Werte als auf die Gefühlswerte. Und da ist etwas passiert. Cleo, gehst du bitte runter? Entschuldigung, ich muss immer wieder mal mit der Katze schimpfen, weil sie gehen in meine Pflanzen rein. Danke, Luna, das hast du toll gemacht. Das hast du fein gemacht. Meine Hunde versuchen, die Katzen zu erziehen. Ja, auf jeden Fall geht es hier ganz, ganz klar darum, dass wir hier jemanden haben, der total besessen auf die materielle Werte war, der total auf sein Eigentum, auf seine Karriere, glaube ich, fixiert war, oder einfach, es ging einfach um materielle Werte, wenig um Gefühlswerte. Und das war einer von den Gründen, warum diese Verbindung auseinandergegangen ist, weil diese Person das Gefühl hatte, noch müssen Sachen in seinem Leben oder in ihrem Leben erreichen, die es mit dir nicht möglich war. Und das hat mehr oder weniger mit Besitztümer zu tun gehabt. Wow. Okay, dann lass uns mal schauen, was möchte dein Gegenüber dir heute mitteilen? Spirit, bitte zeig mir, was möchte der Gegenüber, meinen Zuschauer, heute nach dieser Trennung mitteilen? Was möchte mein Gegenüber, dem Zuschauer oder demjenigen, der jetzt zu diesem Reading geführt worden ist, heute mitteilen? Da kommt die Karte erste Schritte. Ja, diese Person möchte dir sagen, ich bin gerade dabei, die ersten Schritte in deine Richtung zu tun, um das vielleicht wieder in Ordnung zu bringen, was ich getan habe. Ob es jetzt ist, um sich nur zu entschuldigen, zumindest die ersten Schritte zu machen, um sich entschuldigen für das, was auch immer diese Person dir angetan hat, okay?
oder du diesen Personen angetan hast. Das sind einfach deine Energie, wo du die ersten Schritte machen möchtest in der richtige Richtung. Okay? Und diese Person möchte dich jetzt wissen lassen, dass ja, dass sie die ersten Schritte in deine Richtung am Machen ist, um dir vielleicht etwas anzubieten, um dir vielleicht eine Entschuldigung anzubieten oder vielleicht einfach ein Gespräch anzubieten, warum das damals so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Also es ist noch nicht viel, aber es ist zumindest eine Veränderung und es ist eigentlich für diesen Mensch wahrscheinlich eine große Veränderung. Spirit, bitte lass mich wissen, was möchte der Gegenüber meine Zuschauerin oder mein Zuschauer heute nach all dieser Zeit wissen lassen. Was möchte mein Gegenüber oder der Gegenüber, Spirit, was möchte der Gegenüber, dem Zuschauer oder dieser Person, der diese Reading jetzt anschaut, was möchte diese Seele nach all dieser Zeit meinem Gegenüber mitteilen. Schaut euch mal an. Thinking of you. Wer auch immer dieser Mann oder Frau ist, diese Person denkt an dich und an das, was passiert ist. Also diese Verbindung ist definitiv nicht verloren. Wir haben hier nochmal Transformationskarte. Irgendetwas ist verändert. Dieser Mensch hat sich komplett verändert. Wir haben hier mit jemandem zu tun, der sich um 360 Grad gedreht hat. Dass in dem Leben von dem Menschen irgendetwas passiert ist, der wahrscheinlich Karma zugeschlagen hat und vielleicht hat dieser Mensch geglaubt, ja, oder wenn es um einen Beziehungspartner ging, vielleicht hat der oder sie geglaubt, dass das Rasen ist woanders leichter. Vielleicht bist du damals nicht den Standard entsprochen, wo die Besitztümer dieser Herren oder Damen da bestrich, dass sie vielleicht sagt, ja, ich möchte gerne einen reichen Mann oder eine reiche Frau haben und ich habe Vorstellungen vom Leben und ich möchte Karriere machen und du passt einfach nicht in meinem Leben rein. So fühlt sich das für mich die Energie jetzt an. Es sind verschiedene Gruppen, die ich hier spüre, deswegen erwähne ich auch mehrere Gruppen. Auf jeden Fall geht es hier darum, dass damals, was auch immer passiert ist, diese Person den Kontakt von heute auf morgen mit dir abgebrochen hat. Und wenn du natürlich diese Person bist, dann bitte dreh die Seiten um. Auf jeden Fall, was auch immer passiert ist, wohin auch diese Reise ihn oder sie geführt hat, dann war es eine ziemliche Sackgasse. Und auf dieser Reise hat dein Gegenüber viel gelernt und ist in die Transformation und ist erwacht. Und ich sage dir ganz klar, wer auch immer dieser Mensch ist, für den du dieses Video anschaust, dieser Mensch ist erwacht. Dieser Mensch ist komplett jemand anderen. Das heißt, wenn du auf diesen Mensch zugehst oder wenn ihr aufeinander zugeht oder wenn sollte er oder sie auf dich zukommen, dann bitte sei bereit zu vergeben. Wenn dir natürlich etwas dran liegt. Aber ich vermute, das tut es, sonst würdest du jetzt nicht gucken. Weil wir haben hier wirklich Vertrauen und Transformation. Also was er oder sie dir sagen möchte, ist, ich denke an dich und ich bin gerade dabei, Veränderungen in meinem Leben vorzunehmen, um dein Vertrauen wieder zu gewinnen, die ersten Schritte in deine Richtung zu tun, dein Vertrauen wieder zu gewinnen. Und wir haben hier die Eternal Love. Das ist die bedingungslose Liebe, Happiness, Harmony and Fulfillment. Dieser Mensch wird dir etwas bringen. Dieser Mensch wird dir etwas Gutes bringen, etwas Schönes dir offerieren, dir etwas anbieten. Wir haben ja hier gehabt, okay, diese Karma-Karte. Wow, sehr schöne Karte. Wow. Ja, herzlicher Glückwunsch an alle, die diese Readings sich jetzt ausgesucht haben. Das ist die geistige Welt zu dieser Verbindung sagt. Und dann schließe ich diese Reading ab. Bitte lass mich wissen, was sagst du zu dieser Verbindung, Spirit? Spirit, was sagst du zu dieser Verbindung? Ich bitte um eine Botschaft aus der höchsten göttlichen Quelle der Schöpfung.
für meine Zuschauerin, für meine Seelengruppe, für diejenigen, die hierhin geführt werden. Bitte lass mich wissen, mit was für einer Botschaft darf ich diese Reading abschließen. Okay. Mit was für eine Botschaft, Spirit, darf ich diese Reading für meine Zuschauer, Zuschauerin, die entweder in meiner Seelengruppe ist oder dazugeführt worden ist, abschließen. Okay. Ich muss nur gucken, was das Wort auf Deutsch ist. Okay, wir haben hier einmal die Karte God of Spiritual Healing. Hier geht es darum, dass das Universum dir mitteilen möchte, dass ihr beide, du und dein Gegenüber, euch gegenwärtig oder in dieser Verbindung sich gegenwärtig in eine spirituelle Heilung befindet. Das heißt, eure Seelen, eure Körper, eure Geister transformieren, sie heilen, ihr seid erwacht. Und dadurch können auch die Verletzungen, die ihr euch gegenseitig vielleicht damals verursacht habt, jetzt in die Heilung gehen. Und hier sagt auch ein Aspekt, oder of you or a situation, ein Aspekt von dir oder eine Situation in deinem Leben ist gerade dabei zu heilen. Wow, sehr schöne Karte. Also wahrscheinlich auch diese Verbindung. Und wir haben die Engel der Reinigung. Your time of waiting and confusion will soon be over. Also falls du da gesessen bist und gewartet hast, weil du nicht abschließen konntest mit dieser Verbindung, meine Liebe, weil du die ganze Zeit gefragt hast, warum, warum, es war doch so intensiv, es war doch so schön, es war doch so, ja, klar, warum hat sie oder er mir das angetan? Dann sagt dir diese Karte, dass die Zeit des Wartens und der Verwirrungen wird bald vorbei sein. Du wirst die Antwort bekommen, auf dem du wartest. Wir haben diese Karten schon längere Zeit bekommen und wir haben den Gott des Genuss. Es ist in Ordnung. Also es ist die Zeit gekommen, dich selbst nicht mehr zu bestrafen. Also hier steht zwar the beating yourself up, also es heißt, dich selbst zu schlagen, das heißt, dich selbst zu beschlagen, zu überfordern oder vielleicht einfach suchst du den Fehler die ganze Zeit bei dir und diese Karte sagt, hör damit auf, okay? Gib dir die Zeit, genieße das Leben, komm in Gleichgewicht, das ist gesund und das ist notwendig. Also diese Verbindung wird definitiv in Gleichgewicht gehen. Da ist irgendetwas, wo gereinigt wird. Ob man jetzt zusammenkommt, kann ich das natürlich nicht sagen. Aber auf jeden Fall wird ein Gespräch stattfinden. Dein Gegenüber hat auf jeden Fall vor, den Schritt auf dich zuzumachen, mit dir ein Gespräch zu führen, ein klärendes Gespräch diesbezüglich zu führen und sich vielleicht auch entschuldigen, damit dann einfach dieser Abschluss kommen kann. Was ihr dann aus dieser Energie danach macht, das ist dann euch überlassen, okay? Ich gucke aber trotzdem, was sind Zukunftsenergien dieser Verbindung noch zum Abschluss dieser Reading. Spirit, bitte lass mich zum Abschluss dieser Reading, zeig mir bitte die Zukunftsenergien dieser Verbindung zwischen des Gegenübers und meinem Zuschauer. Was sind die Zukunftsenergien dieser Verbindung? Wohin führt, wohin soll diese Verbindung führen? Wow, schau, da kommt jemand auf dich zu. Jemand wird zu dir kommen, das ist der Teamwork. Man wird Hand in Hand zusammen was aufbauen. Jemand kommt zu dir und wir haben hier Pferdestäbe. Da kommt Stabilität, das ist das Eigenheim, das ist das Zuhause. Das ist auch die sich verpflichten, sich entschuldigen, aber auch gleichzeitig mit dir etwas aufbauen zu wollen. Also ihr seid auch telepathisch miteinander verbunden. Das ist ja wahrscheinlich das, was ihr auch spürt miteinander. Also dein Gegenüber wird auf jeden Fall auf dich zukommen oder du sollst auf den Person zugehen, wenn du der bist, worum es hier geht. Und du sollst, und das hier geht um Freude und Stabilität. Und schau mal, dein Gegenüber nimmt den Zügel in der Hand und kommt auf dich zu. Du musst da nichts tun. Dein Gegenüber wird auf dich kommen. Wir haben die Sonne. Wow. Das ist pure Heilung, pure Kraft. Und beim Tarotkarten ist die Sonne auch die Karte der Heirat, Familiengründung. Wow. Ich werde das Reading jetzt abschließen, weil
Es ist einfach so schön. Und wir lassen es auch dabei. Meine liebe Seelensterne, ich weiß, es war eine kurze Reading, aber meine Zeit ist leider sehr knapp, da ich ja jetzt eine Woche in Rückstand bin mit meinen Readings wegen meiner ganzen technischen Geräteauswahl, bin ich leider gezwungen, wirklich jetzt momentan nebst meiner Arbeit, wo auch mir sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, gewöhnlich habe ich nicht so viel zu tun, aber jetzt gerade jetzt muss natürlich so sein, dass ich viel zu tun habe und dann, ja, mein Energiehaushalt ist auch nicht gerade so der fitteste, besonders jetzt momentan nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich irgendeine Erkältung am Ausbaden bin und deswegen ist mir jetzt einfach meine persönlichen Readings haben Vorrang. Ich wollte euch aber trotzdem nicht warten lassen und wollte einfach eine kurze Reading reinbringen, damit ihr in die Wochenende glücklich hineingehen dürft. Und das ist ja eine wunderschöne Reading gewesen und ich freue mich riesig, dass es so positiv ausgefallen ist, besonders weil jetzt Venus auch in der richtigen Richtung läuft. So, meine Lieben, was ich euch noch möchte gerne auf den Weg geben, ab morgen wird der Merkur in Rückläufigkeit gehen. Und da empfehle ich euch, sollte in dieser Zeit dein Gegenüber zurückkommen und mit dir Gespräche führen zu wollen, führt die Gespräche, aber achtet darauf bitte. Man sagt, beim Merkur rückläufig soll man keine Verträge unterschreiben, keine neuen Verträge unterschreiben, bitte achtet darauf. Und der wird 2 Wochen rückläufig sein, also ab 7.6. kann man das wieder, ab 7.6. kann man auch wieder Verträge unterschreiben und man sollte auch keine Beziehungen in diese Zeit eingehen, weil dann die Beziehungen keinen Bestand haben, wenn Merkur wieder normal läuft. Das ist so meine Tipps an euch. Wie viel davon stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Geschäftssachen könnten noch ein bisschen nicht gut laufen, keine Geschäftsabschlüsse machen, keine Verträge unterschreiben bitte in dieser Zeit, weil das könnte alles so ein kleines bisschen durch Merkur-Rückläufigkeit, muss nicht, aber kann. Und deswegen, wenn einige von euch jetzt gerade dabei sind, sich damit zu befassen oder ja, einige Entscheidungen anstehen, dann bitte berücksichtigt noch das, bevor ihr etwas unterschreibt oder etwas eingeht, okay? So, meine lieben Seelensterne, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Freue mich nächste Woche auf euch, da habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit und hoffe, dass ich dann ein bisschen adapter bin mit meinen Readings. Es tut mir schrecklich leid, dass ihr jetzt so lange auf eure Readings warten müsst, aber ich kann leider momentan es nicht steuern. Energie ist Energie. Ich habe gelernt, da keine Fragen zu stellen und zu akzeptieren. Aber die Readings, die jetzt kommen, die sind auch eigentlich auch so zum Teil, Großteil, alles sehr positiv, sehr angenehm. Wahrscheinlich hat das einfach so sein sollen. So, ich würde mich natürlich über Kommentare wie immer sehr freuen. Wie ich bereits gesagt habe, wenn ihr buchen wollt für Januar, sind noch nicht so lange Wartezeiten. Bis Januar habe ich leider gar keine Kapazitäten mehr. Ich bin komplett ausgebucht. So, meine Herzen, habt einen wunderschönen Abend und passt auf euch auf und startet eine wunderschöne Zeit mit wer auch immer auf euch zukommen möchte. Namaste. Tschüss.